Hallo, da ist er wieder, euer Bürgermeister. Bürgermeister? Hobbykoch, sorry. Ja, wir machen heute Burger, wie beim Meister, Bürgermeister. Burger, ja. Und wir waren vergangen in so einem Fastfood-Restaurant. Ja, und da habe ich mir gedacht, das bringst du alleine auch hin. Hoffen wir doch, oder? Wie ihr sehen könnt, die Zutaten, die sind alle aus dem Supermarkt. Sogar die Burger Buns. Aber ich denke, das wird was. Ja, was haben wir hier? Salat, Gurken, rote Jalapeno. Okay, wird scharf die Sache. Tomaten, Zwiebeln, Käse, Bacon, Burger Buns und natürlich das Wichtigste, Hamburger Scheiben. Ja, dann brauche ich noch eine Pfanne, einen Teller, mein Schneidebrettchen, wo ich ja bald Neues krieg, hoffe ich doch mal. Und mein scharfes Messer wie immer. Los geht's. So, meine Pfanne läuft auf voller Kanne. Auf Stufe 9 von 9. Die lasse ich jetzt erstmal richtig schön heiß werden. Und dann kommen meine Burger Buns da rein. Da rein. Ja, ganz genau, Herr Hobbykoch. Und da kommen dann meine Fleischpatties rein. Brutzel. In der Pfanne. Ja, da sind sie. Schauen ja gut aus. Ich hoffe, dass das schmeckt. Denke ich doch, oder? Die Buns habe ich jetzt mal ein bisschen befeuchtet und auch in der Pfanne drin. Aus dem Grund, damit die Schnittfläche ein bisschen geröstet wird und wenn man da die Soße drauf gibt, dass das dann nicht alles so durchläuft und so matschig wird. Aus dem Grund. Und hier sind unsere Fleischpatties. Ja, das wird ein Bürgermeister, Meisterburger. Und jetzt gesellt sich hier noch unser Bacon mit hinzu. Ganz kurz mit anbraten lassen. Ja, ist jetzt ein bisschen umständlich hier, aber es haut hin. So, ich drehe hier die Dinger noch rum und ihr bleibt dann dabei, okay? Das sieht ja ganz gut aus. Fleischpatties, Rindfleisch, Bacon, es wird angerichtet. Meine restlichen Zutaten: Tomaten, Zwiebeln, Salat, Käse, Gurken, scharfe, hoffe ich doch, Jalapeno, oder wie das Zeug immer auch heißt. Und ich habe meine Senfsoße, Burgersoße, Barbecue-Soße. Und jetzt geht's ab aufs Brot. Jetzt wird belegt. Also mein Burgerbrötchen habe ich jetzt schon mal mit der Soße eingeschmiert unten. Mein Fleisch draufgelegt, Käse drauf. Jetzt kommt der Rest hinzu. Und ja, ich zeige euch das Ding, wenn es fertig ist. Kann ja jeder belegen, wie er will. Was er da zuerst macht, Salat oder zuerst das Fleisch oder zweimal Fleisch oder dreimal Tomaten. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da ist das gute Stück. Schaut euch den mal an. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal was in die Kommentarboxen.